Hallo zusammen, ich bin Maximilian Plenert, ich habe mitunter viele Rollen, unter anderem Mitarbeiter vom Deutschen Handverband, also den Luxus als einer der wenigen in Deutschland, hauptamtlich den ganzen Tag Drogenpolitik machen zu können. Heute und jetzt geht es um alles Mögliche, nur nicht um die Cannabis-Legalisierung, denn meiner Einschätzung nach ist das eigentlich nur noch eine Formsache und das läuft so oder so weiter, nachdem es in Colorado legal ist, Washington State legal ist und in diesem Herbst noch in weiteren US-Bundesstaaten legalisiert wird. Und wenn das Ganze nur noch eine Formsache ist, dann sollte man langsam vielleicht schon mal Gedanken machen, was kommt denn nach der Legalisierung von Cannabis, wie könnte es denn dann weitergehen? Und ein Thema, das sich hier anbietet, ist halt das Thema psychoaktive Medizin, also der medizinische Einsatz von allen möglichen Substanzen, insbesondere denen, die noch im Betäubungsmittelgesetz drinstehen, außer Cannabis. Wenn wir sowas nutzen wollen, dann bietet sich natürlich an, zu schauen, wie hat das bei Cannabis als Medizin funktioniert, weil dort gibt es ja inzwischen 200-300 Menschen in Deutschland, die können in die Apotheke gehen und sich dort Cannabisblüten kaufen, trotz Prohibition. Und die Methoden und die Herangehensweise, also vieles davon wird man übertragen können, sowohl politisch als auch ganz praktisch. Dann wird es mir auch noch um ein paar politische Ansätze gehen. Also A, wie man natürlich psychoaktive Medizin vorantreibt, aber auch allgemein über Cannabis hinaus Drogenpolitik machen kann. Und am Ende gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache zu einem kleinen Projekt, das ich gerade gestartet habe. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich denke, wir leben in den letzten Tagen der Cannabis-Prohibition und auch, so wie es bei der Alkoholprohibition ein Jahr vorher niemand gedacht hätte, wird es vielleicht jetzt Knall auf Fall gehen, vielleicht wird es noch 5, 7, 8, 9, 10 Jahre dauern, aber es ist nicht mehr die Frage, ob Cannabis global legal wird, sondern nur noch die Frage, wann. Unsere US-Kollegen haben schon vor 2 Jahren ihre Konferenz getitelt mit The Final Days of Prohibition. Wer sich allgemein für das Thema Regulierung von psychoaktiven Substanzen völlig unabhängig davon, welche konkret es ist, interessiert, dem kann ich dieses Werk hier empfehlen, Nach dem Krieg gegen die Drogen. Also auch da ist die Idee schon, wir müssen jetzt schon weiterdenken, Modelle für einen regulierten Umgang. Das ist ein Werk, das hat eigentlich Transform, ein Think Tank in den Vereinigten Königreichen, geschrieben, und Akzept, wo ich auch im Bundesvorstand sitze, hat das auf Deutsch übersetzen lassen, gibt es kostenlos als PDF-Datei, zum Beispiel unter www.legalisierung-von-drogen.de. Gibt inzwischen auch noch eine Kurzfassung und alles gibt es auch als Print-Version, zum Beispiel im Shop vom Deutschen Handverband zum Selbstkostenpreis. Also wer sich interessiert, wie man grundsätzlich Regulierungsmodelle entwickeln kann, welche Fragen man sich stellen sollte, vielleicht natürlich abgestuft nach deren Gefährlichkeit. Da liefern zum Beispiel die Zahlen von David Nutt durchaus auch einen ersten Hinweis, wie so eine Abstufung aussehen kann, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, mit psychoaktiven Substanzen umzugehen. Also das Buch ist ausdrücklich empfehlenswert. Dass das Thema über Cannabis hinausdenken durchaus etwas ist, wo es sich heute schon lohnt, mit zu beschäftigen, das zeigt diese schöne Umfrage vom Institut Ears and Eyes, ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Die haben ganz viele Fragen gestellt, wie hält man zum Beispiel, sollte man Cannabis legalisieren, sieht man Alkohol als eine Droge an, etc. pp. Und eine Frage, die da auch gestellt wurde, wo ich im deutschsprachigen Raum keine einzige andere Umfrage zu kenne, es wurde gefragt, alle Drogen sollten frei zugänglich sein. Wie stehen Sie zu dieser These? Und ich stimme voll und ganz zu oder ich stimme eher zu, hat immerhin 10% bekommen. Ich persönlich hätte diese Frage auch natürlich anders gestellt, weil frei zugänglich, das ist ja auch immer das Bild, das wir eher vermeiden möchten. Also wir möchten jetzt nicht, dass Crack im Supermarkt landet, sondern wir wollen den komplett freien Wildwest-Kapitalismusmarkt, wie er heute im Illegalen existiert, beenden und endlich einen regulierten Markt mit angemessenen Regeln schaffen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die These, dass alle Drogen nicht mehr verboten bleiben sollten, ist mit 10% der Befragten, das war eine repräsentative Umfrage, das ist zumindest schon eine gesellschaftlich relevante Größe und nicht eine Sache, wo nur ein paar spinnerte Leute sich Gedanken drüber machen, sondern 10%, das ist doch schon mal was.
der konkrete Ansatz wäre jetzt, wie gehen wir an die ganze Sache jetzt ran? Es gibt zwar durchaus einige Organisationen, die sich sagen, dass sie mehr als nur Cannabis-Politik machen. Die politischen Parteien, Grüne, Linke, Piraten, beschränken sich alle schon längst nicht mehr auf Cannabis. Aber viel passiert da gerade nicht. Und die Möglichkeit, hier jetzt einen Ansatz zu finden, wäre die medizinische und wissenschaftliche Verwendung, die, und das möchte ich auch als vielleicht kleinen historischen Rückgriff nochmal anmerken, nicht verboten ist und nicht durch die internationalen Verträge beschränkt werden soll. Das ist noch einmal eine ganz wichtige Sache. Also auch im Einheitsabkommen von 1961 steht in der Präambel ganz klar, dass die ärztliche Verwendung von Betäubungsmitteln zur Schmerzlinderung unerlässlich ist und dass dafür gesorgt werden muss, dass sie zur Verfügung stehen und dass auch der Gebrauch von Betäubungsmitteln auf ärztlichen und wissenschaftlichen Bedarf einzuschränken ist. Also der Genusskonsum war ja in den internationalen Verträgen schon ausgenommen, aber Wissenschaft und Medizin sollten weiter frei bleiben. Wir wissen alle, dass es praktisch leider nicht so funktioniert hat, dass viel der Forschung unter die Räder geraten ist und als Kollateralschaden im Krieg gegen die Drogen abgehakt wurde. Aber man kann prinzipiell sagen, wenn man hier Initiativen startet, das ist, was Kompatibilität mit den Verträgen angeht, überhaupt gar kein Problem. Und es war auch immer Ziel, dass sie zum Wohle der Menschheit genutzt werden können, diese Substanzen. Auch wenn, Klammer auf, in den Anlagen dieser Verträge die Substanzen wiederum schon klassifiziert wurden, sind die jetzt medizinisch sinnvoll oder nicht und manche Substanzen da auch als unwertvoll eingestuft wurden, obwohl wir inzwischen es besser wissen. Die Palette an Substanzen, da weiß sicherlich jeder genug Fälle. Da könnten wir anfangen mit Cannabis und den einzelnen Cannabinoiden. Wir haben Heroin und andere Opiate, die wirken können. MDMA und verwandte Stoffe, LSD, Methamphetamin, auch ein sehr spannender Fall einer Substanz, die bis vor wenigen Jahren in Deutschland noch ein reguläres, verschreibungsfähiges Betäubungsmittel war und inzwischen zur absoluten Killerdroge mutiert ist, von der man sofort abhängig wird und sofort zum Meth-Zombie wird, obwohl es vor wenigen Jahren noch in deutschen Apotheken verfügbar war. Also da merkt man mal, wie es auch in die andere Richtung gehen kann. Wir haben die Zauberpilze, Ayahuasca, DMT, Kratom, Ibogain, Ketamin und viele andere Substanzen. Also bei euch und mir fallen bei vielen dieser Substanzen sofort unterschiedlichste Möglichkeiten ein, diese therapeutisch einzusetzen. Und diese Liste ist auch sicherlich nicht komplett. Da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr Substanzen, aber ich wage mal zu behaupten, das sind vielleicht die wichtigsten Substanzen, die wir hier mal in den Fokus nehmen können. Nicht alle davon sind auch komplett im Betäubungsmittelgesetz Anlage 1, das heißt praktisch kein Umgang möglich. Das trifft zwar noch auf Cannabis zu, aber einzelne Cannabinoide sind durchaus in Anlage 2 bis 3 verordnet, zum Beispiel gerade THC, also die spezielle Form Dronabinol, ist ja verschreibungsfähig. Wir haben das CBD, das im Betäubungsmittelgesetz und auch nicht in den internationalen Verträgen auftaucht und deswegen nur unter das Arzneimittelgesetz fällt. Wir haben den Wahnsinn mit dem Heroin, wo ja im Betäubungsmittelgesetz intern nochmal eine Sondervertriebsform geschaffen wurde. Opiate haben wir auch die ganze Bandbreite von nicht eingesetzt bis so Sachen wie Codein, die per normalem Rezept erhältlich sind. Und das Ganze geht halt ziemlich querbeet. Die Frage, wo es eingestuft ist, ist dann, wenn es um die rechtlichen Fragen geht, spielt zumindest eine gewisse Rolle. Wobei manche Substanzen, zum Beispiel gerade wie Ketamin oder Cannabis-Diol, könnten heute schon und werden auch von jedem Arzt ganz normal verschrieben, ist überhaupt gar kein Problem. Und solange die Sache dann auch auf Privatrezept erfolgt und die Krankenkasse nicht mit reinspielt, ist der Verwendungszweck auch mehr oder weniger egal, solange es medizinisch halbwegs gerechtfertigt ist. Kommen wir zum Thema Cannabis als Medizin. Hier werde ich ein bisschen was erzählen, weil wir hier schon relativ weit sind und einige Dinge lernen können und einige Dinge nutzen können vom Verfahren her. Was gibt es da derzeit auf dem deutschen Markt? Also wir haben einmal das Cannabis-Diol, das auf Rezept erhältlich ist, kann man in jeder Apotheke seit neuestem, da bin ich auch noch am Recherchieren, wie das jetzt überhaupt auf den Markt kam, erhältlich. Wir haben das Sativex als Cannabis-Extrakt,
was auf THC und CBD normiert ist und das reine THC, also gerade Dronabinol ist auch schon seit, ich glaube, 98, 96 auch verschreibungsfähig. Das wird auch durchaus von tausenden Menschen eingesetzt. Sativex ist jetzt neu und wird sogar erstattet, wenn man MS hat. Also das ist schon durchaus im Einsatz. Die Cannabisblüten, das wird dann der rechtlich spannende Weg sein, gibt es noch nur mit einer Ausnahmegenehmigung. Aber auch das ist inzwischen ein gut standardisiertes Verfahren, das wir kopieren können. Und da wird es auch noch eine ganze Menge weiterer Medikamente geben, die in den nächsten Jahren folgen werden. Da steckt auch sehr viel noch in der Pipeline, weil die Möglichkeiten hier noch längst nicht erschöpft sind. Wie sich das dann konkret weiterentwickelt, ist die andere Frage. Es gibt auch derzeit ja Verfahren, wo es um den Eigenanbau von Cannabis für Patienten geht. Also es könnte, wenn ich sehr optimistisch wäre, auch nächstes Jahr schon die ersten Patienten geben, die selbst Cannabis anbauen können. Und zusätzlich zur Möglichkeit, das aus der Apotheke zu bekommen, das ist, wenn wir nicht vergessen, dass wir immer noch im Zeitalter der Prohibition leben, schon eine ganze Menge Dehnung dieses Betäubungsmittelgesetzes, das uns vieles verbieten möchte. Warum ist das Thema Medizin ein sehr gutes Thema voranzugehen? Man sollte nie vergessen, dass das in der Bevölkerung allgemein sehr populär ist und man den Leuten sehr viel besser näher bringen kann, als wenn es nur um Substanzen in einem irgendwie unkontrollierten Rahmen geht. Wir haben das beim Thema Cannabis als Medizin gemerkt, da lief jetzt aktuell auch eine Petition im Deutschen Bundestag. Wir hatten auch dazu Umfragen und sobald man den Leuten klar machen kann, das ist irgendwas, was kranken Menschen, Leuten helfen kann, dann hat man sehr viel offenere Türen zu erwarten, als wenn das nicht, also wenn das irgendwie für so Genusszwecke stattfindet oder sonst wie unkontrolliert. Das vielleicht einfach als Motivation. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sieht die ganze Sache rein rechtlich gesehen aus, da gilt prinzipiell, dass Drogen ja nicht allgemein verboten sind, sondern man braucht halt eine Erlaubnis dafür. Diese Erlaubnis kann vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt werden. Also da ist auch eine Liste von allen möglichen Tätigkeiten, die man so machen kann. Anbau, Herstellung, Handel treiben, Einfuhr, Ausfuhr, abgeben, veräußern und alles, was es sonst noch so gibt. Das wird ja auch durchaus gemacht, weil zum Beispiel Pharmaunternehmen bekommen das ganz regelmäßig natürlich erteilt. Und das ist erstmal mit einem relativ einfachen Verfahren, wobei das viele Privatleute bisher kaum genutzt haben. Was die Privatleute nutzen, da geht es dann ja meistens um Cannabis, das ist ja in Anlage 1 und dort gibt es nochmal die Einschränkung, dass es dann nur eine Erlaubnis geben kann, ausnahmsweise zu wissenschaftlichen unter anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken. Das ist ein beliebig natürlich offener Begriff, dieses öffentliche Interesse, wobei auch die Forschung durchaus ihre Probleme hat. Also ich kenne einen Forscher, der ist eigentlich ein Biotechnologe, der wollte eigentlich die Pflanze Cannabis erforschen, so als Wirkstofffabrik, und der hat keine Erlaubnis bekommen, damit zu forschen, obwohl er wirklich nur an der Uni da seine Pflanzen halten wollte. Leider hat er nicht geklagt, weil er hätte sehr viel Erfolg gehabt auf eine Klage, weil die Freiheit der Forschung, Artikel 5 Grundgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, problemlos hier ausgehebelt hätte, beziehungsweise die sehr fragwürdige Entscheidung des BfArMs. Und öffentliches Interesse ist auch inzwischen die Gesundheit des Einzelnen. Auch das musste eingeklagt werden von den Patienten bezüglich Cannabis als Medizin, wo dann auch die Gerichte gesagt haben, natürlich ist die Gesundheit insgesamt und damit natürlich auch die Gesundheit des Einzelnen ein öffentliches Interesse. Und deswegen musste das BfArM dann anfangen, Erlaubnisse zu erteilen, dass Menschen Cannabisblüten aus Apotheken kaufen dürfen. Auch das ist dann, wenn das einmal festgestellt wurde, dass das öffentliche Interesse so zu interpretieren ist, kann man das natürlich dann auch für alle anderen Substanzen nutzen. Und wenn diese sogar nicht nur in Anlage 1 sind, sondern in den anderen Anlagen, müsste es sogar noch leichter gehen. Genau. Hier ist dann nochmal ausgeführt, es gibt auch den Gesetzeszweck, der auch nochmal benannt wird. Da gibt es nämlich auch nochmal die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung mit Betäubungsmitteln. Also das ist durchaus mitgedacht. Und wie sieht es jetzt aus, wenn man so eine Ausnahmegenehmigung beantragen möchte? Wie sieht das aus bei Cannabis als Medizin? Und das geht dann auch für alle anderen Substanzen.
Also zum einen muss natürlich die Behandlung irgendwie erforderlich sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich fühle mich nicht so gut und würde jetzt gerne alle paar Monate mal ein paar Pilze nehmen, kriege ich davon Ausnahmegenehmigungen. Das reicht nicht aus, sondern es muss ganz klar erforderlich sein und es darf keine Versagensgründe geben. Also im Betäubungsmittelgesetz wird da nochmal eine große Liste an Gründen genannt, weswegen eine Erlaubnis dann doch nicht erteilt wird. Also diese Erforderlichkeit ist definiert als, dass die bisherige Therapie nicht ausreichend oder gar nicht wirksam war und oder zu viel Nebenwirkungen hat. Dass es auch keine Therapiealternativen mehr gibt, zum Beispiel in Anlage 3, also sobald sie in Anlage 3 stehen oder im Arzneimittelgesetz, also ganz klassisch heißt das, die Menschen müssen austherapiert sein. Also im Bereich Schmerzen, das ist der häufigste Grund für eine Ausnahmegenehmigung, heißt das, dass die per Schmerztagebuch gezeigt haben, dass egal was sie genommen haben an nicht-opioiden Schmerzmitteln, leichten opioiden Schmerzmitteln, starken Opiaten, dass das alles alleine nicht geholfen hat, dass sie Cannabis zusätzlich noch konsumiert haben, um eine völlige Schmerzlinderung zu erhalten oder dass es auch einfach zu viel Nebenwirkungen hatte. Es gibt auch andere Leute, die sehr viel Medikamentenunverträglichkeiten haben. Da ist das dann nachgewiesen. Das ist bei Schmerzen noch relativ klar, das Verfahren. Bei der zweithäufigsten Diagnose Depression wird es da schon schwieriger, weil die Liste an Antidepressiva, die man zwangsläufig erstmal alle durchprobieren muss, weil es eine Ausnahmegenehmigung, die Ultima Ratio ist, ist halt beliebig lang. Und die dritte häufige Diagnose ist ADHS, die ist in Anführungszeichen perfekt, weil bei ADHS es praktisch nur 3 Medikamente gibt und wenn man diese durchprobiert hat, kann man dann seine Ausnahmegenehmigung schon beantragen. Je nachdem, welche Substanz man für welchen Zweck einsetzen würde, müsste man das dann ähnlich auch dokumentieren. Wie gesagt, halt gerade bei psychischen Erkrankungen wird das mehr oder weniger schwierig, aber es ist definitiv machbar und es laufen ja auch leider viele Menschen in Deutschland rum, die alles Klassische durchprobiert haben und denen immer noch nicht geholfen ist. Natürlich muss auch hier ein Arzt eine entsprechende Risiko-Nutzen-Abschätzung machen, wobei das gerade in den Fällen, um die es hier meistens geht, also wenn es hier um schwerkranke Menschen geht, wo sonst nichts hilft, alles relativ klar ist. Früher war es auch durchaus noch notwendig, dass man zum Beispiel dann auch noch Dronabinol oder Sativex auch mal ausprobiert hat, aber das ist inzwischen bei vielen Diagnosen ist inzwischen einfach klar, da hilft Cannabis, da muss man nichts rumexperimentieren. Was ebenfalls dokumentiert sein muss, ist, also ein Ablehnungsgrund wäre mangelnde Sachkenntnis oder Zuverlässigkeit, deswegen ist es notwendig für alle Ideen, die man hier entwickeln könnte, dass man einen Arzt hat, der mehr oder weniger qua Amt die Sachkenntnisse dann auch zugeschrieben bekommt und der Patient muss eine gewisse Grundcompliance, also ein vernünftiges Verhalten zeigen, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Und es gäbe dann auch, je nachdem wie man die Sache aufmacht, noch gewisse andere Kriterien, also Sicherheit und Kontrolle, das tun sie gerade bei den Anbauverfahren gerade sehr hochschrauben, die Hürde, da sollen die Patienten dann für 2 Hanfpflanzen quasi einen Bunker bauen. Wenn man nur Blüten haben möchte, muss man nur nachweisen, dass man die Dinge halt nicht auf dem Küchentisch rumliegen lässt, sondern zumindest eine abschließbare Schatulle hat. Das ist dann aber noch relativ wenig Aufwand. Und ansonsten ist halt, glaube ich, das Wichtigste für alle Ideen, die es hier gibt, dass es entweder valide Studien zur Wirksamkeit gibt, und da haben wir ja schon eine ganze Menge im Angebot, auch wenn es hier noch große Lücken gleichzeitig gibt. Die Erfahrung des Patienten mit bestimmten Substanzen kann auch Kriterium sein. Also wenn der Patient glaubwürdig versichern kann, dass Substanz X schon mehrfach ausprobiert hat und es ihm geholfen hat, dann reicht das durchaus, wenn es einfach keine Studien gibt. Und was man natürlich auch nochmal unterscheiden muss, und da unterscheiden sich, glaube ich, viele Substanzen wie LSD, MDMA oder Psilocybin von Cannabis, das die erster genannten eher was für vielleicht einige wenige Anwendungen im Rahmen einer Psychotherapie sind, während Cannabis ja eher eine Dauermedikation ist. Aber das macht die Sache eigentlich noch sehr viel attraktiverer oder sehr viel leichter genehmigungsfähig, wenn man den Leuten jetzt nicht einen Schein geben muss und sie können sich jetzt jede Woche ihr LSD holen für die nächsten Jahre, sondern dass das vielleicht auch ein sehr überschaubarer Rahmen ist. Das mag das BfArM immer, wenn das überschaubar ist und wenn man eine Kontrolle drauf haben kann. Genau. Die Rolle der Ärzte ist, obwohl zum Beispiel Cannabis, aber auch die meisten anderen Substanzen, kein verschreibungsfähiges Arzneimittel sind,
und deswegen nicht verschrieben werden darf, ist es trotzdem natürlich Aufgabe eines Arztes, Patienten medizinisch zu betreuen und zu begleiten, deswegen der Terminus technicus im Bereich Cannabis als Medizin auch, dass es eine Stützung ist, eines Selbsttherapieversuches ist, ein medizinisch kontrollierter. Und das kann natürlich, also deswegen ist der Arzt hier sehr wichtig. Was eine andere Sache ist, die nochmal ein anderes Fass aufmacht, wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht Ausnahmegenehmigung, das will ich noch nicht haben, gibt es durchaus auch schon das praktizierte Modell, dass wenn ein Arzt jetzt feststellt oder ein Psychotherapeut, ich habe jetzt hier einen Patienten und der kommt in meine Praxis und der hat wohl MDMA genommen oder LSD oder Psilocybin, das hätte ich ihm zwar nicht verschreiben dürfen und nicht geben dürfen, aber wenn er jetzt schon mal da ist, dann können wir damit natürlich auch arbeiten. Das ist nicht nur erlaubt, sondern explizit geboten, dass man natürlich Menschen dann betreut oder vielleicht dann auch wirklich Psychotherapie betreibt. Auch das ist so ein gewisser Schlupfloch, dass man noch nutzen könnte. Wäre natürlich illegal, das zu erwerben und so, aber deswegen würde ich natürlich nie aufrufen, das so zu machen, aber auch das ist eine Möglichkeit, die genutzt werden kann. Die Beschaffung wiederum ist eine Sache, die schon fast relativ einfach ist. Bei Cannabis haben wir inzwischen einfach die Möglichkeit, das aus den Niederlanden zu bestellen, weil es da eine Firma gibt und eine Apotheke bräuchte gegebenenfalls nochmal eine spezielle Erlaubnis, weil auch die ja regulär nur mit Dingen aus Anlage 3, also Codein und Valium und Co. umgehen. Damit dürfen sie umgehen, da brauchen sie keine Erlaubnis, weil das einfach reguläre Arzneimittel sind. Und wenn sie Sachen aus Anlage 1 oder 2 abgeben wollten, bräuchten sie nochmal eine extra Erlaubnis. Aber es ist eigentlich fast alles verfügbar. Also das sollte man nicht vergessen. Also wir haben gerade Amphetamine und Ketamin sind sowieso auf dem Markt verfügbar. Also Ketamin ja nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz. Amphetamin ist eine Sache, die ein ADHSler auf dem Weg zur Ausnahmegenehmigung eh ausprobieren muss. Also das ist dann auch kein Problem. Also geht man in die Apotheke, sagt, ich hätte gerne meine Amphetamine, hier ist mein Rezept und dann kriegt man die Amphetamine auch. Schrecklich unspektakulär und mit Beipackzettel. Andere Substanzen, bei Heroin wird es ein bisschen komplizierter, aber da das ja auch als Substitutionsmittel eingesetzt wird, ist das verfügbar. Das, was bei uns eingesetzt wird derzeit, kommt eigentlich alles aus Großbritannien, wird auch komplett dort hergestellt, also gar nicht groß aus Afghanistan oder sonst wo importiert. Und auch Substanzen wie Methamphetamin sind insofern kein Problem, als dass diese zum Beispiel in den USA auch noch regulär zugelassen sind und eingesetzt werden als Medikamente. Also alles kann man alles auftreiben. Bei anderen Substanzen wie MDMA, LSD und Psilocybin wird es schon ein bisschen schwieriger, weil diese quasi, also ich weiß nicht, ob die irgendwo auf der Welt regulär im Arzneimittelbetrieb eingesetzt werden, aber wenn man sich anschaut, wo Studien betrieben werden oder wo Studien ihre Medikamente herbekommen, ihre Rohstoffe, dann merkt man, die Eidgenossen haben da noch eine ganze Menge im Angebot und wenn man weiterhin LSD aus der Schweiz haben will, ist das kein Problem. Wobei auch eine Herstellung in Deutschland nicht ausgeschlossen ist. Also es gibt derzeit auch laufende Ausnahmegenehmigungen in Deutschland. Das hatten wir recherchiert, zum Beispiel für den Anbau von Coca oder Salvia. Also die gibt es in Deutschland, einige wenige, wo das ganz legal angebaut wird mit Erlaubnis der Bundesopiumstelle. Dann komme ich auch schon zur Politik. Was gibt es hier? Welche Dinge sind hier bereits auf der politischen Agenda vorhanden? Welche konkreten Potenziale gibt es? Wie sieht es im Ausland aus? Und ich hatte auch einen ganz konkreten Vorschlag für eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, also eine Sache, die man ganz klassisch dann auch der Politik übergeben kann, weil es dann doch ihre Zuständigkeit ist, Gesetze zu ändern. Also was aktuell schon auf der politischen Agenda ist, sind zum Beispiel Opiate als Schmerzmedizin. Es gab ja Anfang dieser Woche einen neuen Bericht der Global Commission on Drug Policy, also dort, wo Kofi Annan, Solana, viele südamerikanische Staatschefs für eine Reform der Drogenpolitik sich einsetzen. Und eine aktuelle Forderung, also in dem aktuellen Forderungskatalog, was ihnen ganz wichtig war, dass sie gesagt haben, bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass zumindest Schmerzpatienten ihre Medizin bekommen, weil wir weltweit eine Unterversorgung mit Schmerzmitteln haben, aufgrund der internationalen Verträge, obwohl, ich verweise noch mal auf die Präambel, das eigentlich gerade nicht sein dürfte. Wir haben im Bereich Substitution durchaus auch noch Ausbaubedarf, dass zum Beispiel Dinge wie retardiertes Morphium endlich zugelassen werden sollten oder auch die Heroinambulanzen weiter ausgebaut werden. Wer auch da einfach mal einen
jemanden kennenlernen möchte, der auch was Heroin oder allgemein psychoaktive Substanzen angeht, einen sehr offenen Ansatz pflegt, der sollte mal die Heroinambulanz in Berlin besuchen, den Dr. Pechel, der im Gegensatz zu einiger seiner Kollegen kein biederer Suchtmediziner ist, sondern ein Psychotherapeut und Psychiater, der wirklich Heroin als ganz normales Psychopharmaka ansieht, um mit Patienten zu arbeiten und es durchaus schön fände, wenn auch Psychiater insgesamt so Substanzen wie Heroin einfach im Repertoire hätten, weil zum Beispiel Leute, die gerade ganz massiv in der schwer depressiven Phase sind, kann das ein sehr gutes Mittel sein, weil es halt direkt wirkt, während viele andere Antidepressiva ja ihre Zeit brauchen. Auf der politischen Agenda ist auch das Thema Poppy for Medicine. Dahinter verbirgt sich der Vorschlag, Teile der afghanischen Opiumproduktion zu legalisieren und dem legalen Markt zuzuführen. Auch wiederum durchaus auch für Länder der dritten Welt, die quasi nichts abbekommen von den Schmerzmitteln. Also wenn man sich anschaut, wo die legal angebauten Opiate landen, es gibt ja eine Handvoll Länder, die dürfen das. Und dann muss man feststellen, dass der Löwenanteil von einigen wenigen westlichen Industrienationen verkonsumiert wird und der Rest der Welt ohne Opiate in der Schmerzmedizin auskommen muss. Also auch hier ist die bestehende Drogenpolitik, die hier betrieben wird, nichts anderes als eine Form der Apartheid des Westens gegenüber dem Rest der Welt, die schlicht und ergreifend leiden müssen, die gerade weil sie vielleicht kein so gut ausgebautes Medizinsystem haben, eigentlich einen sehr großen Bedarf an Schmerzmedizin hätten und die es nicht haben. Und da würde sich es halt anbieten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem man afghanisches Opium legalisiert, damit den kriminellen Strukturen das Wasser abgräbt und gleichzeitig die globale Schmerzkrise angeht. Ein anderes Thema, ich hatte es gerade schon angesprochen, ist auch die Verteufelung des Methamphetamin, was für mich ein unglaublich spannendes Phänomen ist, weil das, wie gesagt, seit viele Jahre lang völlig normal in deutschen Apotheken gehandelt wurde. Und jetzt, wenn man sich die Berichte anschaut im Grenzgebiet Sachsen und Franken, was da rüberkommt, was da für Geschichten erzählt werden oder was auch aus den USA rüberschwappt. Also die absolute Anti-Aufklärung. Du nimmst es einmal und wirst sofort abhängig und zum Methamphetamin-Zombie. Ziemlich schräge Sache. Bei ADHS ist es insofern ein Thema, als dass zum Beispiel halt die Amphetamine noch relativ neu sind, was die Zulassung angeht und das durchaus ein Weg ist oder durchaus eine Therapie, also eine Diagnose ist, wo gerade durchaus geschaut wird, welche Medikamente gibt es da noch. Und wie ich schon sagte, Methamphetamin wird in den USA bei ADHS zum Beispiel eingesetzt. Und jeder ADHSler, der sagt, ich bin austherapiert, mir hilft sonst nichts, könnte im Prinzip und durchaus mit einer gewissen Fundierung wegen des US-amerikanischen Einsatzes sagen, Opiumstelle, gib mir mal Erlaubnis, Methamphetamin auszuprobieren. Ein Bereich, wo das auch noch ein bisschen mit reinspielt, ist das Thema Hirndoping. Da sind ja auch viele Substanzen im Umsatz und auch das ist eine Debatte, die aktuell geführt wird. Gut, und natürlich im Bereich Drug-Checking, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, da kommt alles Mögliche an Substanzen und auch da ist ein akuter Bedarf, Dinge auch zu erforschen, weil was dann legal heiß so unterwegs ist, ist großteils einfach nicht erforscht und hier wäre natürlich es schön, wenn die Wissenschaft auch alle Substanzen testen könnte und auch dort werden sicherlich sehr nützliche, therapeutisch nützliche Substanzen dabei sein. Um vielleicht auch hier wieder nochmal den populären Aspekt reinzubringen, also warum kann man die Politik explizit auffordern, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Naja, weil diese Substanzen bei sehr, sehr großen Krankheitsfeldern wirksam sind. Wir haben LSD-Experimente, die nahelegen, dass es bei Alkoholismus eine sehr spannende Behandlungsform sein kann und wenn man weiß, welchen großen volkswirtschaftlichen Schaden, welches gigantische Leiden und wie schlecht die Erfolgsquoten sind im Bereich Alkoholtherapien, da schreit es quasi danach, dass man hier LSD als Behandlungsform auch mit einsetzt. Wir haben den Bereich auch LSD, MDMA und Zauberpilze im Bereich Angstzustände am Lebensende, also mit der immer weiter alternden Bevölkerung, sollte das auch etwas sein, wo man sich ran macht. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass Sterben in Deutschland alles andere als schön ist und hier gäbe es durchaus im rein klinischen Verfahren Möglichkeiten, den Menschen das Leben oder das Ende des Lebens etwas leichter zu machen.
Wir haben MDMA bei posttraumatischen Stressbelastungen. Deswegen, das ist auch der Grund, weswegen die USA und Israel da durchaus sehr dran sind, das zu erforschen. Und auch deutsche Polizisten, Soldaten sind zwei Gruppen, die man durchaus da vorne ranschieben kann, die nicht im Verdacht jetzt stehen, dass die da sich hier mit dem MDMA eine Party feiern wollten, sondern dass da einfach schwer leidende Menschen dabei sind. Wir haben Ketamin, ich bin immer wieder überrascht, warum das nicht mehr bei Depressionen eingesetzt wird. Es könnte derzeit schon problemlos eingesetzt werden, weil es im Arzneimittelgesetz drinsteht. Wir haben Abhängigkeitserkrankungen, die ein wichtiges Ziel sein könnten, weil auch da insgesamt, auch neben Alkoholismus, die Therapiequoten doch eher schlecht sind. Und natürlich der gesamte Bereich Cannabis als Medizin bietet doch eine ganze Menge Potenzial. Das sind eigentlich alles Argumente, wo man sagt, da muss doch mal was passieren. Im Ausland passiert auch ein bisschen was. Also ich hatte es gerade schon erwähnt, in einigen Staaten wird durchaus MDMA bei posttraumatischen Stressbelastungen erforscht. Es gibt da mal eine Studie zum Thema Psilocybin in den USA, MDMA in Spanien. Die Schweizer sind weiterhin gut mit dabei. Aber insgesamt findet es doch noch auf einem sehr rudimentären Level statt, muss man sagen. Oder scheitert, da gibt es auch einen Fall von David Nutt, also die Menschen, die gerade eben im Workshop waren, wissen, was für eine Koryphäe er ist und was für ein völlig anerkannter Wissenschaftler er ist. Und er wollte eine Studie machen in Großbritannien mit Psilocybin. Das Forschungsdesign war fertig, das ist durch die Ethikkommission gegangen, die Forschungsgelder standen bereit. Aber er hat keine Erlaubnis bekommen. Also rein rechtliche Gründe haben ihn hier in wissenschaftlicher Betätigung behindert. Also das sind Dinge, die, wie gesagt, Artikel 5 Grundgesetz, Forschungsfreiheit, wenn die Sache dann mal vor Gerichten landet oder objektiv entschieden wird, absolut haltlos sind diese Versagensgründe. So, ich komme auch schon zum Ende. Also ein Vorschlag, den ich zumindest schon mal ausformuliert habe, damit man mal was Konkretes Politisches in der Hand hat, was die Politik machen sollte, wäre, dass der Artikel 3 Betäubungsmittelgesetz geändert wird, dass zum einen auch eine Verschreibungsmöglichkeit auf Erlaubnis möglich wird, weil wir haben das Problem, dass Substanzen der Anlage 1 und 2, die sind nicht verschreibungsfähig und wenn man sie medizinisch einsetzen wollte, wäre es natürlich sinnvoll, dass auch Ärzte eine explizite Verschreibungsmöglichkeit erhalten, damit man sich den ganzen restlichen Rattenschwanz mit, ein Apotheker braucht die Erlaubnis zu verkaufen und der Patient braucht eine eigene Erlaubnis zum Kaufen, also dass man das über eine Verschreibungsmöglichkeit schafft und dass man nicht sagt, dass eine Erlaubnis für Anlage 1 Substanzen kann nur ausnahmsweise erteilt werden, sondern dass man sagt, also gerade die Substanzen in Anlage 2 und 3, das soll die Bundesopiumstelle insbesondere bei wissenschaftlichen Zwecken eine Erlaubnis erteilen, um mal die gesamte Logik dieses sehr restriktiven Paragraphen völlig umzukehren, um der Forschungsfreiheit und der medizinischen Verwendung hier die Hürden zu nehmen. Da wäre ich auch durchaus gespannt, wie so eine Forderung in den Fachkreisen ankommt. Wie könnte man die Sache auch noch mal ganz praktisch angehen, auch hier hatte ich mir schon mal einfach mal zwei Ideen zusammengesponnen. Petitionen sind hier durchaus immer eine spannende Sache, weil das eine Möglichkeit ist, nicht nur politisch vielleicht was zu erreichen, sondern weil man damit ins Gespräch kommt, dann zwingt man Parteien zur Positionierung, man kann medizinische Fachgesellschaften ansprechen, man kann Unterschriften sammeln, mit Menschen ins Gespräch kommen, was gerade beim Thema Drogen ja mitunter gar nicht so leicht ist, vernünftige Anknüpfpunkte zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sagen würde, der Bundestag soll ein Sonderforschungsprogramm Cannabis als Medizin, insbesondere bei Krebs, Leiden älterer Menschen oder bei Volkskrankheiten beschließen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo viele Leute Interesse hätten. Aber auch zu sagen, dass wir ein Sonderforschungsprogramm gerne hätten, dass der Staat einfach Mittel in die Hand nehmen soll, um zu schauen, gerade bei diesen wichtigen Diagnosen, was gibt es hier noch an ausgeschöpften Potenzialen, das wären durchaus Forderungen, die man in den Raum stellen könnte. Ansonsten, was Anknüpfpunkte angeht, das ist auch so ein bisschen meine eigene To-Do-Liste, dass man nochmal schaut, was geht im europäischen Ausland. Wie gesagt, da sind mir bisher hauptsächlich explizit die Schweizer aufgefallen, die hier viel Forschung betreiben. Man könnte zum MAPS, also die große US-amerikanische Organisation bei diesem Thema, Kontakt aufnehmen, die hier auch, also ganz andere Liga spielen und hier auch durchaus Forschung vorantreiben, die jetzt auch gerade aktuell versuchen, eine MDMA-Studie, eine legale, durchzudrücken.
eine Plattform für die verstreute Szene. Also jeder, der hier schon den zweiten, dritten, vierten Tag ist, weiß, wie unterschiedlich die Menschen hier sind, welche unterschiedlichen Hintergründe sie haben und dass es mitunter ein bisschen was fehlt, eine gewisse Plattform für spezielle Themen zu haben. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Ich werde Linke, Grüne und Piraten mal darauf ansprechen, wenn sie es dann im Programm stehen haben, dass sie mehr als nur Cannabis-Politik machen wollen. Ja, was macht ihr denn da eigentlich bei den anderen Substanzen? Mal schauen, welche Fachgesellschaften es gibt, die da sehr offen sind. Also wir haben zum Beispiel bei Cannabis als Medizin gemerkt, dass die ganzen MS-Gesellschaften sehr, sehr offen sind, was das Thema angeht. Auch die Schmerzmediziner sich immer weiter öffnen und auch bei den Suchtmedizinern einige sehr vernünftige Leute sitzen. Perspektivisch werden wir natürlich auch schauen müssen, Lehrbücher, Seminare, Leitlinien, das sind immer ganz wichtige Dinge, perspektivisch gedacht, um ins System reinzukommen. Und derzeit ist nicht mal Cannabis als Medizin irgendwo in einer offiziellen Leitlinie drin, obwohl es bei vielen Diagnosen eigentlich zum Standardrepertoire gehören sollte. Und wir müssen auch mal schauen, welche betroffenen Verbände es so gibt, Senioren, Hospiz, ADHSler, Polizei, Bundeswehr, was weiß ich, einfach um auch der Politik zu zeigen, das ist nicht nur ein Haufen Verrückter, die gerne Drogen nehmen, die da Forderungen stellen, sondern da stehen ganz handfeste, seriöse Interessen dahinter und es gibt eigentlich nichts Entwaffnenderes für einen konservativen Politiker, als wenn Senioren auf ihn zukommen und er rechtfertigen muss, warum sie ihre Medizin nicht bekommen. Da bin ich noch gespannt, was da in Zukunft uns noch sich an Möglichkeiten auftut. Und als letzten Punkt anknüpfend an den Punkt mit der Plattform, nutze ich die Gelegenheit hier auch noch für etwas eigene Werbung. Und zwar, es gründet sich gerade ein Wissenschaftlernetzwerk, Arbeitstitel ist Drogen, Politik, Wissenschaft, wo versucht werden soll, Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Drogen, Drogenpolitik, Drogenpolitikwissenschaft in allen Konstellationen auseinandersetzen, ein wenig zu vernetzen, weil es dafür doch relativ wenig Anknüpfpunkte im akademischen Alltag gibt, weil es da viel auch an Diplom- und Doktorarbeiten geschaffen werden, die dann völlig in der Versenkung verschwinden. Und da versuchen wir halt Menschen zusammenzubringen, wir versuchen Publikationen zusammenzubringen, wir werden einen Open Access Peer-Reviewed Online-Journal gründen, wir wollen auch mit dem Schildauer Kreis zusammenarbeiten, der so als elitäre, also ganz neutral diesen Begriff zu verstehen, Netzwerk agiert, also wo schon viele Professoren organisiert sind. Und da wollen wir auch ein bisschen Schnittstelle spielen, dass zum Beispiel Menschen, die sagen, ich würde gerne was in diesem Bereich machen, sei es eine Doktorarbeit oder sei es eine Hausarbeit, wir zusammenbringen mit entsprechenden Professoren, die das zum Beispiel betreuen oder auch aus meiner Arbeit beim Deutschen Handverband gibt es auch immer wieder Fragestellungen, die uns über den Weg laufen, die eigentlich ganz spannend wären, wo wir sagen würden, da müsste sich doch mal jemand wissenschaftlich mit beschäftigen. Und auch das kann man ja in so einen gewissen Pool an Menschen mal einspeisen, in der Hoffnung, dass man da große Synergieeffekte nutzt. Und es ist mit allen, mit denen ich mich bisher zum Thema unterhalten habe, es ist ein riesiger weißer Fleck auf der Vernetzungslandkarte. Insofern jeder, der Interesse daran hat, sich vielleicht hier noch ein bisschen zu vernetzen, mit Gleichgesinnten zu treffen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, der googelt einfach diesen Begriff und dann findet er auch die Website und dann kann man sich da hoffentlich ein bisschen vernetzen, um wirklich mehr Wissenschaft, mehr Evidenz in diese Gesamtdebatte zu bringen. Das war jetzt in 40 Minuten mein Input für heute. Ich stehe natürlich jetzt und auch danach noch gerne zu Fragen zur Verfügung. Dankeschön. So, direkte Fragen. Alle Freitags-Nachmittagsblatt. Zu viel auf einmal. Es schweigt sich aus. Gut, dann kann man mich gerne gleich so nochmal kurz ansprechen. Es war jetzt ein relativ schneller Ritt durch das Thema. Auch das eine Präsentation, die ich, sonst habe ich immer Präsentationen, man recycelt das ja immer mal wieder, aber das war eine Präsentation, die ich jetzt mal völlig neu und ohne Recycling hierfür erstellt habe, um mal wirklich was Neues zu sagen.